Hey Leute und willkommen hier zu einer weiteren Folge Syndrome. So, wir haben jetzt den VI-Ken hier hochgebracht und gehen wieder. Zurück 2, ich ganz schön. War auch schon vorbei. Na, wenigstens ist nicht Deck 1. Aber Deck 2 wimmelt jetzt auch von den ganzen Monstern. Aber die langsamen, Gott sei Dank. Ja, gut, nicht die ganz langsamen. Der eine mit den zwei Köpfen, oder zumindest den gespaltenen Kopf, läuft auch noch herum. Deck 2, okay. So, am besten ist er jetzt nach links raus, rundherum. Und dann 9. Na, warte mal, Shuttlebuch, sagt er. Was? Was war denn jetzt? Okay, das. Shuttlebuch, oder? Shuttle-Station, ja. Ach du meine Güte. Da muss ich durch die Horde durch. Ach du Kacke. Wieso habe ich nicht vorher abgespeichert? Boah, okay, ja, bleibt nicht ganz übrig. Ich bin weg. So. Wenn es nur die Langsamen sind, ist es ja kein Problem. Aber wenn jetzt wirklich der mit einem gespaltenen Kopf kommt, that is the only exit. Der einfachste, nicht der einzigste. Boah, mein Herz schlägt auch. Oh, wenn ich in seiner Situation wäre, ich weiß nicht, ich würde umfallen. Ich könnte keinen Schritt gehen. Hilfst du es keiner mehr hier? Okay. Nicht beschweren. Nicht beschweren, einfach freuen. Du nicht! Du nicht! Du auch nicht! Jetzt gehen wir mal ganz gechillt. Das ist nicht dein Ernst. I need to suit up before going inside. Das auch noch? Welchen denn? Falls Frachtraum, Rettungskapsel, Shuttle, Frachtraum, Shuttle, Aufzugservice. Gab's vielleicht am Anfang drüben so ein Ding? Ich gehe mal da lang. Wenn ich schon hier bin, gehe ich auch da hin. So. Boah, da steht einer. Okay, nichts hier. Komm ich runter? Gut. Kann ich was aufmachen? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich. Ja, das geht noch nicht. Boah, hier gibt es überhaupt nichts Nützliches. Gut. Ah, wieder zurück. Was waren das überhaupt? Drei. Achso, Shuttlebuch 2. Ach Gott, es gibt noch zwei Eingänge. Den ersten ist kein Problem. Da kann ich ohne weiteres hin. Beim unteren muss ich wieder bei den Typen vorbei. War am Anfang ein Strahlenanzug? Ne, da war keiner. So. Shuttlebucht 1. Killing, wenn Killing. Okay, scheiß drauf.
Junge, Junge, jetzt muss ich was nehmen. Ein Donut. Und noch ein Drink. Wenn der mir jetzt gekillt hätte, hätte ich nochmal alles von vorn machen können. Muss ich jetzt überhaupt hin? Ich komme wieder raus. Da höre ich schon jemanden gehen. Was kann ich da? Ich kann durchgehen, okay. Nein, da ist jemand, da will ich nicht raus. Sag mal, habe ich das übersehen? Da ist nirgends was. Da oben noch was. Ah, da kann ich gleich nach rechts gehen. Ah. Nein, kann gar nicht hingehen. Oder? Oh, da kann ich gar nicht hin. Ah, doch, mit der Leiter. Ich guck nochmal dahin. Na gut, ich versuche die Leiter zu benutzen, oder? Der hängt da halt drin. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Nein, da an der Seite komme ich nur raus. Achso, die Leiter. Kann ich die benutzen? Nein, gehe ich durch. Wo soll denn da eine Energiezelle sein? Da zum Beispiel. Dann wieder zurück zu Deck 4. Dann können wir vorhin den Anzug ablegen. Aber ich kann nicht vorstellen, jetzt sind wir bei Kapitel 3 und was ich gelesen habe, gibt es glaube ich 5 Kapitel. Dann Da kommt drauf, der kommt drauf. Das war's mir wert. Hör, kein Anzug geht ablegen? Ah, jetzt sind automatisch ab. Wieso lauft ihr jetzt darauf? Tja. Na gut, ist nur reingeben und dann wieder runterlaufen. Ah gut, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich zurück oben bin. Hier, bei Nummer 4. Okay, bis dann. So Leute, da bin ich wieder. Mittlerweile bin ich ein zweites Mal da unten gestorben, also gar nicht mehr so einfach. Egal welchen Weg wir rausgehen, da kommt immer so ein Typ mit den zwei Schwertern. Der one-hitted uns. So, wo muss ein Gegner jetzt reingeben? Vermutlich auf der anderen Seite. Hier. Schon hier rein. 4, ne? Ja. Steht sich dann im Technikraum an.
Ich kack mich an, Alter. Technikraum muss ich auch kommen. Bin jetzt vorher vorbeigelaufen. Na gut, dann gehen wir halt nochmal zurück. Das Laufen sind wir mittlerweile gewöhnt. Da. Also, ich bin jetzt viel gelaufen. Na gut. Muss ich gleich warten, bis er ganz voll ist, ja. Ah nein! Oh, 75% ist auch ziemlich viel. Boah, hoffentlich ist nicht der Typ wieder da. Da drüben schwirrt er gern herum. So! Wo soll ich denn das Teil einstecken? Ich klicke einfach mal auf den Computer. Kopplung, ne. Da ist nichts, vielleicht bei dir was. System gefährdet, alles klar. Hier leuchtet da was nicht. Oho, seit wann liegt das hier? Oh! Aktivierte Verteidigungsmatrix, okay. Das jetzt? Okay, you're all done there. Now get to the bridge. You'll be able to disable the firewall there, so I can fire up the defense matrix. Was der nicht alles kann. Was hat denn der wie ein Beruf da bei dem Schiff? Tick 8, ja, Tick 8. Boah, ich wieder auf zu den drei Typen. Oh mein, mein. Wie immer werden wir vorher abspeichern. Na, da ist er. So, dann machen wir das hier. Ich denke, mit Akt 3 werden wir gleich fertig sein. Vermute ich halt zumindest. Dachte ich, ich höre was. Noch nicht? Hier ist doch niemand. Ha! Schön. Firewall. Firewall Schutzsystem. Gesichtsscan. Okay, Scanvorgang. Na, was? Nein. Sag bloß, ich muss jetzt noch was holen dafür. Jimmy, we have a problem here. This terminal is doing a facial scan for authorization. I can't access the firewall. I see. Let me think for a minute. According to the ship's logs, Captain Marius's last entry was in the officer's quarters on Deck 7. Okay, but how will that help us? He's probably dead and I can't drag his body over here. Well, you don't need to drag his body. You just need his head. What? Are you serious? You want me to cut his head off? Have a better idea? Please go ahead. Well, maybe he's alive, or maybe. Oh, damn it. Da war doch der unsichtbare Typ, Mann. Jetzt haben wir vorhin eine Hand abgeschnitten, jetzt müssen wir den Kopf abschneiden. Also irgendwie sind wir jetzt nicht viel besser als die Typen da. Na gut, wir machen es bei Leichen. Die machen es bei lebendigen Leuten. Dann halt wieder zu Deck 7. Und war Gott sei Dank nur ein Gegner. Dann können wir notfalls abknallen mit Sturmgewehr. Da habe ich ja Gott sei Dank keine Patrone verbrauchen müssen, wie ich auf Deck 2 war. Nur bei der Pistole. Juhu, hier bin ich. Hat der auch einen Tipp? Soll ich jetzt alles absuchen hier? Oder hat er Quartiere gesagt?
Oh Gott, man muss halt aufpassen, wenn der was sagt. Da war nur der Teil da. China war überhaupt nicht. Hey, das ist auf einmal so hell. Der hat ein Messer. Waren da vorher zwei Leichen? War der nur, oder? Wieso ist es jetzt auf einmal hell hier drin? Hm. Hat der Captain ein spezielles Outfit? Kann das sein? Also das Teil geht nicht auf, da ist ja keiner drin. So, da geht's nicht weiter. Hier war ich vorhin nicht. Gab's hier was zum Holen? Ne, zum Holen gab's nichts. Na gut, dann gucken wir mal zum Pool und schauen mal, ob jetzt die Tür zum Hohlraum offen ist. Ist ja eventuell möglich. Ruhe. Bist du ein Captain? Nein, das baue ich einmal auf. Ah, fuck, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Du bist ein Arzt. Sag ich mal, Pool gar nicht zu besuchen. Boah, dachte ich, ich bin hier festgepackt. Ob es war dort, war nur die Leiche von der Frau? Da ist nur ein Typ im Bauhelm wieder. Tür ist weiterhin zu, in der Toilette war niemand und auf der anderen Seite drüben war auch keine Leiche, aber auf dieser Seite war eine Leiche. Hier war der Typ, aber der hatte keinen Kopf, ne? Nö. Na, im Quartier gab es viele Leichen. Oh, da kann ich übrigens noch die anderen zwei Räume durchsuchen, wenn halt keiner mehr da ist. Einerseits ist es angenehm, durch die Lüftungsschächte zu kriechen, weil ich weiß, er kommt niemand, aber andererseits ist es immer so was Langwieriges. Der hat auch keinen Kopf. So, und dann gucken wir aber vorhin nach links, bevor ich rechts zu den Quartieren hingehe. Lagerraum war keine Leiche. Da war zu, aber wir schauen nochmal rein. Immer noch zu Beamtenzimmer war auch keine Leiche. Na gut. Ja, da bleiben eigentlich nur die Quartiere übrig. Was? Ich habe es ehrlich gesagt nichts gesehen. War da oben ist wer? Ich konnte es nicht zuordnen, woher der Schrei kam. Bist du ein Captain? Da ist Captain Marius. Oh, I don't believe I'm doing this. Ja, lass dich nur Zeit. Ist nicht so, dass da ein Typ bist, der uns killen will. Was tut er? Macht das jetzt in Zeitlupe oder was?
Ja, wir werden morgen fertig sein. Na, schau, es geht ja. So, da vorne rechts waren zwei Räume. Einmal hier. So, das ist mein Textlog, habe ich gesehen. So, vor fast einem Monat habe ich eine Bewerbung zur Zahnerunion geschickt. Ich habe gehört, dass sie Leute suchen, doch das Geschäft läuft nach der oberen Kampagne sicher nicht so gut. Ich schätze, momentan stecke ich auf der Novakov Face. Vielleicht finde ich eine interessante Möglichkeit in Kodar. Tja, zu dieser Möglichkeit kommst du jetzt nicht mehr. Der war direkt vor der Tür. Sieh jetzt aber, packe die aus, weil jetzt will ich nicht sterben. Batterie. Na gut, jetzt haben wir alles erkundet. So, momentan sehe ich durch das Blinken überhaupt nichts. Schädet direkt. Ja, der steht direkt da vorne. Ob der uns auch one-hittet? Ja, ich denke nicht. Puh, jetzt ist er weg. Komm ja nicht wieder zurück. Boah, der hat aber eine Menge ausgehalten. Hat er mich jetzt überhaupt getroffen vorhin, oder? Ich hatte ja Full Life, ne? Das werden wir gleich sehen, wie der Ausdauer oben ist. Ein bisschen Leben verloren. Oder habe ich das vorher schon verloren gehabt? Ja. Egal, überlebt haben wir. So. Und hoffentlich war das auch der einzige hier. Den traue ich zu, dass da jetzt noch so irgendein Typ auftaucht. Ein bisschen schneller. So. Zum Bull will man nix. So, und wieder drauf zu Deck 8. So, ich hoffe wenigstens sind wir mit Deck 7 jetzt mal fertig, obwohl es noch immer in zwei Räume gab, die noch verschlossen waren. Eieieiei. So, wieder abspeichern. So Leute, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich doch ein paar Likes und Kommentare da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.